Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben den letzten Schlüssel, wir haben alle Schlüssel. Wir sind noch auf Terror Island, deswegen ist hier auch alles schwarz. Ja, ich denke, wir kommen hier relativ gut raus, aber ich glaube, Herman können wir nicht mitnehmen, falls es da doch eine Möglichkeit gibt. Beziehungsweise wir probieren es jetzt einfach mal aus. XYZZY. Nun, das war gar nicht so schwer. Was ist mit Mr. Toothrot passiert? Wann? Hast du ihn aus der Höhle geholt? Wie hast du das gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Ja, er hat ihn vergessen. Er hat ihn einfach wieder vergessen. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Wir lassen ihn wieder zurück. Das ist nicht gut. Na gut, aber wir haben alle Schlüssel. Das heißt, wir werden doch jetzt mal, wenn ich hier irgendwie wieder rauskomme. Werden wir doch mal zurück zum Modoladen gehen und schauen, ob wir den Safe öffnen können. Irgendwie glaube ich, dass da irgendwie was passieren wird. Threepwood hat alle Schlüssel! Ja, Captain, er hat gerade den letzten geborgen. Setze die Segel Richtung Mealy Island! Was ist mit meinem Zauberspruch? Er ist fast fertig. Ich bin sicher, dass ich später eine Verwendung dafür finden werde. Ich fürchte, dasselbe kann ich von dir nicht behaupten. Du hintergehst mich. Ich bin diejenige, die das tut. Aber ich respektiere das Talent anderer. Ja, die sollen sich noch ruhig selber noch ein bisschen bekloppen. Wir gehen derweil nach Mealy Island. Oh, das macht er jetzt automatisch. So, schnell dahin gehen. Ich hoffe, der Safe ist noch da. Er ist noch da. Bist du auch noch da? Nee, du bist nicht da. Also, Schlüssel Nummer 1. Schlüssel Nummer 2. Hoppala. Ist es eigentlich auch egal, wo ich die Schlüssel reinstecke? Und den letzten noch. Und es öffnet sich. Wow! Und was ist es? Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem schön. Oh. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Ach, da ist keine Seriennummer. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Ja, ich betrachte es als weiteres Rätsel. Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Threepwood! Oh, LeChuck. LeChuck, mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Threepwood. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht.
Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen. Und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. Na, 100. 100. Guybrush, Whitey Bones sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein. Ich meine, ja, es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden. Und damit fängt Teil 5 an. Unter dem Affenkopf. Okay, es geht also zurück nach Monkey Island. Return to Monkey Island. Das ist ein besserer Weg zu sein, als den Zaubertrank herzustellen. Das nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall Notizen machen. Ja. Ich hoffe nur, dass es die ganze Mühe wert ist. Welche Mühe? Das war einfach. Ich rede nicht von der Reise, sondern von der ganzen Arbeit, die du im Vorfeld geleistet hast. Ganz zu schweigen von der Spur der Zerstörung, die du hinterlassen hast. Natürlich, ich bin ein Pirat. Es ist Teil des Lebensstils. Es kann trotzdem überraschend sein, wenn du es in der Praxis erlebst. Odina hat mir eine aufregende Geschichte über die Ereignisse auf Bermuda erzählt. Anscheinend hast du es geschafft, ein unbezahlbares traditionelles Artefakt und die Regierung einer ganzen Insel in nur 5 Minuten zu zerstören. Das ist ziemlich beeindruckend. Sogar für dich. Offen gesagt, ich glaube, ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Die Sache mit den Wettbewerben war verrückt. Traditionen sind schön und gut, aber man sollte seine Regierung nicht auf ihnen aufbauen. Ich kann nicht sagen, dass ich dir widerspreche, aber es war nicht an dir, diese Entscheidung zu treffen. Streng genommen, ja. Wie es die Tradition vorschreibt. Odina glaubt auch, dass du bei deinem Algebra-Test geschummelt und versucht hast, sie zu vergiften. Es war nur Pfeffer. Es war kein Gift. Es war einfach nur scharfer Pfeffer. Eine Stunde später ging es ihr gut. Ich musste sie davon überzeugen, nicht zu klagen. Du bist mir was schuldig. Das weiß ich zu schätzen. Übrigens glaube ich, dass du jetzt auch zum Königshaus gehörst, da du mit mir verheiratet bist. Ich dachte mir heute Morgen, dass etwas anders ist. Aber ich war gerade bei deinem unbekümmerten Lebensstil. Es gab einige leichte Kollateralschäden an der Umwelt. Der Mobbaum. Er war der letzte, der auf Mealy Island übrig war. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du etwas mit dem Erdbeben zu tun hattest. Das Erdbeben war Captain Lailas Schuld. Niemand hat mich gewarnt, dass das passieren würde. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich Teil ihres Plans. Ich kann nicht immer vorhersagen, wie sich diese Dinge entwickeln werden. Offensichtlich nicht. Wusstest du, dass das Museum für Piratenkunde geschlossen wurde? Was du nicht sagst. 2 der preisgekrönten Exponate sind verschwunden. Seltsamerweise stand nur ein Name im Gästebuch. Ja. Ich habe ein Pseudonym benutzt. Woher wusstest du, dass ich es bin? Mighty Pirate. Es war nicht schwer, das herauszufinden. Benutzt den nicht jeder? Herman Toothrot ist auch ein bisschen sauer auf dich. Er sagt, du hast seinen Schlüssel genommen und ihn in einer dunklen Höhle zurückgelassen. Ohne die Lampe konnte ich nicht in die Höhle zurückkehren. Mhm. Sie ist kaputt gegangen. Und der alte Lampenladen auf Mealy hat schon vor Jahren zugemacht. Es wird dich freuen zu hören, dass er es rausgeschafft hat. Ich habe ihn selbst gerettet. Ich bin froh, das zu wissen. Danke. Ja, Erinnere mich daran, warum wir über all das reden. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geheimnis den Anstrengungen und der Vorfreude nicht gerecht werden kann. Was genau erwartest du zu finden?
Verständnis. Verständnis. Vom Geheimnis und von größeren Dingen. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Nun, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Oh, sie haben den Affenkopf aufgekriegt. Auf geht's. Genau wie in alten Zeiten. Bist du bereit für die Höhlen? Also, ich muss sagen, dieses kleine Review zu dem, was alles passiert ist, wo Elaine ihn mal zur Rede stellt, das fand ich gar nicht mal schlecht. Das fand ich ziemlich gut. Ich hasse Labyrinthe. Wir alle hassen Labyrinthe. Ich liebe Labyrinthe. Nun ja. Geh schon mal vor, Schatz. Ich hol dich ein. Okay. Dummerweise haben wir keinen Kopfnavigator dabei. Was ist eigentlich aus dem geworden nach Teil 1? Oh. Hey, Wally. Wally, was ist passiert? Als ob du das nicht wüsstest. Also dafür können wir jetzt definitiv nichts. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe gesehen, dass dein Büro durchwühlt wurde. LeChuck kam wütend in den Laden gestürmt, weil er dachte, ich hätte ihm eine Mobkarte statt einer Karte zum Geheimnis gegeben. Ja, das ist wirklich ein Rätsel, wie das passieren konnte. Naja, und vorher war es aber auch ausgetauscht gewesen. Er hätte sich so oder so an ihn gerecht. Wie hängt es sich so? Im Ernst? Das ist der Witz, den du jetzt machst? Ich probiere neues Material aus. Gib deinen Hauptjob nicht auf. Danke für die Seekarte. Das war echt nett und ich schulde dir etwas für all die Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Schön, dass sie dir gefällt. Die Mobkarte, die du für mich gemacht hast, war ein Volltreffer. Ach ja, stimmt ja. Ich habe dir eine Mobkarte gemacht. Moment, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Warum wird der gute alte Wally jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen, entführt und gequält oder noch schlimmer? Die Geheimnisse, wie das Universum funktioniert, werden wir vielleicht nie erfahren. Ich wünschte, ich könnte dich aus diesen Fesseln befreien. Da sind wir schon zu zweit. Ich würde gern bleiben und plaudern, aber ich muss mir das Geheimnis holen, bevor LeChuck es tut. Klar, renn ruhig weg. Wally kommt schon klar. Können wir Wally nicht irgendwie... Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Wir haben Schlüssel. Können wir da nachschauen? Es ist ein bisschen spät im Spiel für so etwas. Ja, okay. Wir haben noch diesen Schlüssel. Dieser Schlüssel passt nicht. Was ist mit dem Schlüssel? Dieser Schlüssel passt nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Können wir das Schloss knacken mit der Feder? Nee. Mit dem Messer? Ich habe die Schule an dem Tag geschwänzt, an dem sie Schlösser knacken gelehrt haben. Und ansonsten haben wir leider nichts da. Schade, schade. Ich hätte dich jetzt sehr, sehr gerne befreit. Ja, vielleicht finden wir ja noch einen Schlüssel. Ich hoffe, dass wir noch einen Schlüssel finden, um... Flambé, du bist wach? Nicht mehr lange. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du einen Fehler machst. LeChucks Besessenheit verschlingt ihn wie ein Frosch, der eine Tarantel verschluckt. Du willst nicht dabei sein, wenn er die Truhe öffnet. Warum? Richtig. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. Ach, ihr beide habt einander verdient. Ja, so ist es richtig. Lauf! Flambé will uns warnen. Das ist ja interessant. Das heißt, er weiß, was in der Dings drin ist. Ich kann da unten nichts sehen. Da ist eine Menge Lava. Ich kann da unten nichts sehen. Also, los geht's. Wirklich? Tatsache. Oh, das war knapp. LeChuck, ich komme dich holen! Ich komme dich holen! Verdammt!
verdammt seist du, Threepwood! Ich hätte dich bei den ersten 58 Malen loswerden sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Du wirst es niemals liebend hier runterschaffen. Ich will nur einmal, dass es einfach ist. Was steht denn da jetzt drauf? Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Okay. Zurück zum Lavasee gehen? Oh. Keine Ahnung, welchen Weg wir nehmen sollen. Oh. Ein Kieselstein. Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Ich frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Mit dem Auge? Welches Auge? Kann man das irgendwie... Nee. Das kann ich nachempfinden. Ein frustrierter Affe. Hm. Okay, gehen wir mal weiter. Hier scheint es sonst nichts zu geben. Ich taufe ihn Captain Schielauge. Da haben wir nochmal eine Münze. Und noch eine Münze. Er sieht stolz aus, ein Affe zu sein. Hm. Und jetzt sind wir wieder hier. Ja, super. Was hat uns das Ganze jetzt gebracht, außer Münzen? Jep, es ist aus Stein. Jep, es ist aus Stein. Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Wir müssen also irgendwie was in Ordnung bringen. Können wir auch zurück zum Lavasee gehen? Gibt's denn hier irgendwie irgendetwas? Ja, gibt's ja überhaupt nichts. Nee, gar kein Hotspot. Ha. Also, wir haben drei Dinger. Wir haben auch nur drei Figuren. Eins. Zwei. Drei. Ja, nee, wir haben vier Figuren. Kann man irgendwas machen mit den Münzen hier? Nee. Wir müssen doch irgendwas machen können hier. Die Frage ist nur, was? Hm. Wir können den Affen ansehen und das war's. Das sieht aus, wie wenn er da irgendwie was tragen will. Kann der... Ja, wir können ihm das Messer geben. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, fände ich. Also das Messer würde ganz gut passen. Würde mal sonst irgendwas passen? Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Wir müssen also in die Statuen was geben. Die Frage ist... Okay, also ich denke mal, hier könnte das Messer ganz gut passen. Das Monokel können wir noch machen. Das ist Schielen. Wenn er schielt, könnten wir das nicht mit dem Monokel hier besser passen. Der wird aber auch irgendwie mit dem Messer gut passen hier. Was kann man denn noch so alles geben? Ein Krug? Naja, der Krug passt definitiv nicht. Cracker. Also Cracker hier passen. Dann lasst uns mal das Messer nochmal nehmen. Ah! Das steht doch auf dem Fass hier. Der will definitiv den Krug haben. Ja, das passt besser. Nicht so mit den Dings hochheben, sondern ja, mit dem Fass. Das passt viel, viel besser. Monokel passt, denke ich. Und hier ist wahrscheinlich das Messer vonnöten. Ja, das sieht doch gut aus.
Wir haben die Tür aufgekriegt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich denke mal, wir kommen jetzt auch ins große Finale. Und ich bin echt gespannt, ob wir rauskriegen, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Flambé scheint es zu kennen und er hat uns gewarnt, dass wir nicht da sein wollen, wenn LeChuck sieht, was das Geheimnis ist. Was bedeuten wird wahrscheinlich, dass LeChuck das Geheimnis nicht gefallen wird. Ja, ich bin mal gespannt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.